schon in seinem Filmtitel den ersten großen schweren Fehler macht. Ja, wir haben also ein Filmmonster namens Frankenfisch. Okay, zerlegen wir dieses Teil einfach einmal in seinen Namen. Wir haben einen Fisch. Okay, das ist offensichtlich. Aber dann kommen wir zu dem Frankenpart. Und nein, ich glaube, das heißt nicht, dass dieses Teil irgendwo aus Deutschland importiert wurde. Nein, wir haben nämlich einen genetisch modifizierten Killerfisch, der aus irgendeinem Forschungslabor ausgebrochen... warte mal. Frankenstein! Der Teil, von dem das Franken in Frankenfisch wirklich kommt. Ist das nicht derjenige, der Leichen zerstückelt hat und dann wieder zusammengenäht hat, um im Endeffekt eigentlich nicht einmal ein Monster oder irgendeinen Killer zu schaffen, sondern einfach quasi Totes wieder zum Leben zu erwecken, was dann halt nicht besonders gut geklappt hat. Lassen wir das mal stehen. Aber etwas genetisch modifiziertes als frankensteinisches Monster zu bezeichnen, das zeigt meines Erachtens nach schon einfach nur relativ deutlich, mit welchem Niveau an biologischem Know-how wir es dann in dem Film zu tun haben. Da merkt man definitiv, dass The Asylum zwar eher auf Nummer sicher geht, wenn sie ihre Filme dann einfach nur Mega Piranha, Giant Octopus und so weiter nennen, weil da kann man irgendwie keinen Fehler machen, aber glaubt mir, sie schaffen es dann doch. Aber ich habe ehrlich gesagt schon lange Zeit darauf gewartet, dass Regisseur Marc Dippet irgendwann einmal einen Auftritt auf diesem Kanal hat. Und nein, Marc Dippet ist nicht verwandt mit Oli P., macht aber sicherlich bessere Musik. So viel bin ich mir schon einmal ziemlich sicher. Anyways, Marc Dippet hat nämlich im Jahr 1997 seine Karriere als Regisseur gestartet und gleichzeitig beendet mit der Comic-Verfilmung Spawn. Und glaubt mir, um diesen Hellspawn werden wir uns irgendwann einmal zu einem späteren Zeitpunkt noch kümmern. Aber offensichtlich ging es Marc Dippet beziehungsweise den Geldgebern nach Spawn ungefähr so wie dem Publikum und sie brauchten 7 Jahre, um sich von dem Schock zu erholen. Denn tatsächlich, nach 1997 hat Marc Dippet einfach eine 7-jährige Pause in seiner bereits umfangreichen Filmografie eingelegt. Dafür ist er dann allerdings 2004 gleich mit 3 Filmen wieder aus der Versenkung verschwunden. Einerseits mit dem großartigen Film Der perfekte Rockstar und außerdem mit Halloween Town High School. 2 Filme, die in ihrer filmhistorischen Bedeutung dermaßen bedeutsam sind, dass sie noch nicht einmal auf DVD veröffentlicht wurden. Lassen wir das, denn wir sind ja heute da, um über seinen 3. Film aus dem Jahr 2004 zu sprechen, nämlich das, wissen wir schon, unpassend betitelte, aber dennoch absolut sehenswerte Trash-Feuerwerkchen Frankenfisch. Oder, wie man ihn auch nennen kann, jedes B-Movie, weil ganz ehrlich, es ist eines von den B-Movies, die aus dem amerikanischen Fernsehen von Columbia TriStar Home Entertainment zu uns gebracht werden. Und wenn bei einer billigen B-Ware von Columbia TriStar bzw. Sony Pictures nicht unbedingt das aufgedunsene Antlitz von Steven Seagal arrogant vom Cover runterschaut, dann wissen wir meistens, dass großartige Unterhaltung auf uns wartet. Und so ist es auch hier. Wir beginnen den Film natürlich mit irgendeiner grässlich zugerichteten Leiche und einem Gerichtsmediziner, der sich dann auf die Spur von dem macht, dass diese Leiche ebenso grässlich zugerichtet hat, nur um dabei irgendwelche anderen Charaktere zu treffen, die dann im weiteren Verlauf des dankenswerterweise mit 75 Minuten sehr kurzen, sehr dynamischen, sehr unterhaltsamen Films in weitere unansehnliche Leichen zerfleddert werden. Und dabei haben wir wirklich eine klassische Fleischbeschau an absoluten Charakter-Cardboard-Cutout von eben dem Gerichtsmediziner,
der Begleiterin bis hin zu kiffenden Hippies, absoluten unsympathischen Gesäßviolinen bis hin zu einfachem Füllwerk, um den Bodycount in die Höhe zu treiben. Ja, das macht definitiv Spaß, vor allem weil dann natürlich der Film, wo der Frankenfisch im Sumpf wütet, definitiv ein relativ gutes Setting gefunden hat, weil ganz ehrlich, Sumpf ist Wasser, Wasser ist Killer, Killer ist blöd, oh jegerle, vor allem weil sich eben dann unsere Charaktere in dem Film auch noch so großartig intelligent verhalten tun, dass sie irgendwann beispielsweise einfach einmal dastehen und sagen, okay, ich weiß, das Wasser ist böse, aber ich habe da was gehört. Beugen sich quasi direkt über das Wasser. Fischi, 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 bist du da, Fischi, Fischi, Fischi? Und warten quasi einfach nur, so wie Lena Headey auf dem alten Poster von Lay to Rest, quasi mit einer Bite Here strichlierten Linie. Ja, blöd, wenn du dann in einer relativ spektakulären und unterhaltsamen Sequenz deinen Schädel einbüßt. Oder wenn irgendjemand anderer auf die Idee kommt, warte mal, der Killer ist im Wasser. Also was könnte ich machen? Genau, ich flüchte mit einem Boot. Team Brain! Was passiert natürlich? Der Hai dockt von unten an. Hai, habe ich jetzt schon fast gesagt. Ach, ups, könnte fast was damit zu tun haben, dass 89% aller Killerfisch-Filme irgendwas mit Haien zu tun haben. Auf jeden Fall, der genetisch modifizierte Snakehead, für alle, die es genau wissen wollen, dockt unten an, schießt sie in die Luft, frisst sie aus. Ach, es ist köstlich. Und natürlich auch, wie dann zum Schluss der Fisch in Fischfilet verarbeitet wird. Und ich glaube, ich spoilere an der Stelle nicht wirklich was. Absolut unterhaltsam. Ja, Frankenfish ist ein absolut kurzer Film mit 77 Minuten Laufzeit ohne Abspann und das tut ihm so verdammt gut. Natürlich, wie bei jedem B-Movie, gibt es zwischendurch die ein oder andere Sequenz, wo man einfach nur wartet, bis was passiert, weil sie die Zeit doch irgendwie mit Dialogen füllen müssen, weil das gehört ja dazu. Beziehungsweise es müssen sich Charaktere auch weiterentwickeln, wobei wir eigentlich nur auf die Weiterentwicklung jedes Charakters zu Fischfutter warten. Aber lassen wir das. Wir haben auf jeden Fall mit Frankenfish einen absolut unterhaltsamen, großartigen und coolen Film vor uns, den ich einfach nur wirklich jedem empfehlen kann, der auch nur ansatzweise etwas mit billiger, trashiger Fischfilet-Filmkunst anfangen kann. Es zahlt sich aus.